Schönen guten Morgen. Christian Müller-Hergel, mein Name. Ich bin hier tätig beim Dialog- und Transferzentrum Demenz und verantworte schon seit einigen Jahren den Newsletter. Der Newsletter ist ein Medium, mit dem wir versuchen, so die neuesten Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft möglichst breit zu streuen. Und wir versuchen immer eine Auswahl zu treffen, von deren wir de denken, dass sie für ihre Praxisfelder sinnvoll und nützlich sein kann. Ja, das ist jetzt schon der 23. Newsletter. Das heißt, da gibt es schon eine ganze Menge anderer. Die können Sie alle von unserer Website herunterladen. Sie können den Newsletter auch abonnieren. Dann müssen Sie nicht jedes Mal wieder neu auf die Website gehen und kriegen dann automatisch zugeschickt. Eingangs bei diesem Newsletter stelle ich einen Begriff vor, der nennt sich ökopsychosozial. Warum? Der soll den Begriff nicht pharmakologisch ersetzen. Also man ist sich in den Leitlinien eigentlich heute einig, dass die primären Interventionen für Menschen mit Demenz nicht aus Medikamenten, sondern aus Maßnahmen bestehen, die die Beziehung, die Umgebung, die Gelegenheiten im Alltag, in der Hauswirtschaft und Ähnliches angehen. Es gibt jetzt einige Studien, die wir vorstellen, die genau aus diesem Bereich stammen. Und eingangs wird eine Studie so vorgestellt, in der nochmal beschrieben wird, dass solche Interventionen doch eher bei Menschen mit leichter und mittelschwerer Demenz wirken. Bei schwerer Demenz kommen derart gravierende neurologische Veränderungen hinzu, dass die meisten dieser Maßnahmen nicht mehr so wirklich einen großen Effekt haben. Ja, eine flankierende Studie noch dazu, die zeigt, oft ist der Erfolg gar nicht so sehr von der Art der Intervention abhängig, also Musiktherapie, 10-Minuten-Aktivierung, Validation, sondern eher von der Art und Weise, wie Pflegende, auch oft zusammen mit Angehörigen, solche Interventionen entwickeln. Also das gemeinsame Lernen, der Prozess der Einführung, zu schauen, was zu einem passt, ja, über welche Ressourcen man verfügt. Also dieses gemeinsame Entwickeln eines Teams, das ist eigentlich viel entscheidender als die Art der Intervention. Das finde ich nochmal spannend. Vielleicht noch ein anderes Feld, so über das es einige Studien gibt, die Wichtigkeit von Lotsen. Also sowohl die Betroffenen, aber auch die Angehörigen, die brauchen das oft. Also die sind oft sehr überfordert, überlastet und hätten es gerne, dass es eine zentrale Stelle gibt, die einen über den gesamten Krankheitsweg hinweg begleiten und einem sagen, wo man welche Mittel bekommt, wo es welche Angebote gibt, wo man Hilfen bekommt. Weil sie neben dem Stress des Lebens mit einem Betroffenen eigentlich gar nicht wirklich die Ressourcen haben, sich darüber auch noch zu kümmern. Ja, das gilt vor allen Dingen für Menschen, die alleine leben. Das gilt aber auch besonders für Familien aus kulturell und sprachlich diversen Gemeinschaften, so nennt man das heute. Und es gilt nochmal besonders für jüngere Menschen mit Demenz. Für die gibt es ja nun sehr, sehr wenige Angebote. Auch die klassischen Pflegedienste oder Pflegeheime sind kaum auf jüngere Menschen mit Demenz ausgerichtet. Daher plädiert man eigentlich immer wieder, dass man für diese Gruppe einen Sonderdienst, einen Spezialdienst braucht, die zum Beispiel Arbeitsvermittlung betreiben, die Leute an Möglichkeiten in der Gemeinde heranführen, tätig zu werden, sinnvoll ihren Alltag zu gestalten. Damit sind in der Regel klassische ambulante Dienste überfordert. Ja, soweit denn dann mal. Noch einmal der Hinweis, Sie können den Newsletter abonnieren, Sie können sich ihn runterladen. Wir sind immer dankbar für Rückmeldungen, kritische oder lobende Ergänzungen, Kommentare. Wir greifen das gerne auf. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal, zum 24. Tschüss, bis dann.